Willkommen zurück zu World of Warships. Wir schneiden die Henry. Und sie sieht echt, oh, echt geil aus, ne? Aber wir sind leider so weich wie eine Schokolade. Croissant. Ja. Und das sage ich nicht, weil in Französisch doch, ja, irgendwie schon. Aber es ist alles okay. Ich meine, dieses Schiff ist schnell. Hat fette Kanonen. Die fettesten von allen Kreuzern hier. 240 mm. Fetter als die Russen. Das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Oder am besten durch die Zitadelle. Oder, ehrlich gesagt, in die Zitadelle rein. Und mir fällt gerade auch noch kein Zerstörer. Kein Zerstörer. Oh, danke. Womit habe ich das verdient? Hab ich Geburtstag? Nee. Nee, was ist los? Weihnachten? Nee, ist auch nicht. What the fuck? Ostern ist schon vorbei. Aber ich glaube, es ist einfach schön. Ach, ein Flugzeugträger. Ah, zu früh gefreut. Fuck, dass ich jetzt erst. Wir haben auch einen Flugzeugträger. Ach, drei Conquerors. Oh, fuck it. Von wegen gefreut, ey. Jawohl, doch, Conquer ist echt geil. Also, wenn man nicht getroffen wird, ausweichen und dann schön mit Haito zu spammen. Ja, doch, das kann ganz lustig werden, tatsächlich, diese Runde. Also, ich bin mal gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall Richtung C fahren, wie man ja hier schon unschwer erkennen kann. Und ich sehe gerade unsere Sandara und die andere Sandara. Sag mal, wieso fahren hier so viele Briten zurzeit rum? Keine Ahnung. Minotaur. So ein Schlachtschiff im Goliath ist auch mal am Start. Goliath sieht man echt selten in dem Game. Also ich habe so Goliath selber und ich muss sagen, auch immer wenn ich Goliath spiele, habe ich gefühlt nie einen Gegner schon Goliath Boy. Also ich habe das Gefühl, dass das Schiff echt nicht populär ist, aber es. Wow. Danke für diese Überprüfung. Antivirenprogramm. Das freut mich tatsächlich. Danke, dass du es ausgerechnet jetzt gemacht hast. Danke für den Raustab, das habe ich mir gewünscht. Oh fuck. Boost de moteur activé. Ich habe die Yamato Shells nicht gesehen. Okay, entweder ich fresse jetzt mega krass oder die fliegen alle über mich rüber. Schwein gehabt. Im besten für dieses Schiff und eigentlich auch für jedes, für jeden anderen Kreuzer ist, wenn die Leute auf deiner Seite pushen und du dann immer wegfährst und dann schießt, wegfährst, schießt, wegfährst, schießt, wegfährst und immer so weiter. Das ist wirklich das Beste, was dir passieren kann als Kreuzer der Feuermacht. Denn die fahren einfach hinter dir her und du kannst einfach ganz entspannt einfach draufballern die ganze Zeit. Ja. Oh, schön. La la la. Noch mehr Feuer. Ja, cool. Wisst ihr? Weil es ist einfach, die kommen einfach zu dir, weißt du, die wollen einfach sterben. Das ist einfach so ein schöner Moment dann im Spiel, wo man sich nur denkt, ach, es ist schön. Dass ich mal so wenig Aufmerksamkeit bekomme und die trotzdem mir alle hinterherfahren. Das ist mal super an dem Spiel tatsächlich. Oh fuck, der Typ. Warum henkelt der so aus, der Scheiß? Nein, ich muss meinen Arsch wegdrehen. Oh. Ah, das ist gar kein Problem. So, ich musste gerade Torpedo ausweichen. Auch wenn es nicht viel Schaden gewesen wäre, es wäre Schaden gewesen. Und dieser Schaden wäre mir irgendwann zum Verhängnis geworden und deswegen muss ich verhindern, dass ich Schaden bekomme. Das ist doch eigentlich relativ logisch, oder nicht? Genauso ist es wie mit der Kurfürst. Ja, er löscht jetzt das Feuer. Im Wissen, dass er bald neue Feuer bekommen wird. Und er kann es auch nicht verhindern, denn das Schicksal eines jeden Schlachtschiffs ist, sich entzünden zu lassen von den Kreuzern, die auf ihn schießen. Gut, jetzt Venezia nicht, denn, ja. Es wäre OP, wenn die SAP-Granaten auch noch entzünden würden. Das wäre wirklich nicht so geil, aber. Wobei, also Venezia. Ah, wäre schon geil. Aber das wäre nicht für die geil, deswegen. Lieber nicht. Und er brennt. Gott sei Dank ist er jetzt gebrannt, weil sonst wäre das, was ich gerade gesagt habe, echt scheiße gewesen. Und vor allen Dingen, weil er weg ist, wäre das noch trauriger gewesen. Das Problem ist jetzt nur, ich bin entdeckt, aber ich sehe keine Feinde mehr, die ich abballern kann. Das ist ein Moment, in dem ich mich gerade frage, was mache ich jetzt? Ich habe keine Aufklärung. Das ist schlecht. Wir haben keinen Zerstörer.
Das ist noch schlechter. Und das größte Problem ist, unser Zivi ist nicht bei uns. Zumal er macht gerade... Was macht er überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Okay, die Zerstörer sind echt wichtig tatsächlich im Spiel für Aufklärung, aber... Ich mit meiner 14,5 Kilometer... ja. Fahr jetzt nicht rein, um aufzudenken, das wäre dumm. Aber wir haben immer noch ein Feuerchen, was dem kleinen Kurfürstboy da hinten ein bisschen anzündet und ein bisschen röstelt. Das ist schon mal ganz geil. Und ich wünsche mir gerade... Ja, ich wünsche mir gerade... die Fenster, also Dinge mitgenommen zu haben, aber... leider habe ich das nicht. Denn die einzigen Flugabwehrtürme, die diese scheiß Dinge hatte, sind die vier, die man hier auf der oberen Deck sieht. Da 1, 2, 3, 4... Das auf der anderen Seite nochmal 1, 2, 3, 4. Das ist ja nicht viel, wenn ich an andere Schiffe denke, die einfach 30 Millionen Geschütze auf ihrem scheiß Schiff haben und so vorne an der Front, hinten an der Front. Ja. Vorne und hinten halt. Ich weiß tatsächlich nicht, was das Vorderteil des Schiffs heißt. Warte, Bug? War Bug nicht hinten? Oder war das Bug vorne? Nee, ich glaube, das Bug war hinten. Oder war das dieses... Oh mein Gott, ja, ich habe keine Ahnung. Ich wusste es mal, aber ich vergesse... Also was ich mir seit Ewigkeit mal einbringen konnte, war Steuerbord und Backbord und so. Backbord ist halt... links, Steuerbord ist rechts. Ja. Das war so schon. Also sagen, jetzt fällt mir gerade so auf, die VDC hat echt krasse Flugabwehr, ne? Obwohl er nur 4,6 Kilometer Reichweite hat, ne? Autsch. Boost des moteurs activé. Nein, bremst schnell ab, er ist gleich aus meiner Reichweite. Er will doch bestimmt brennen. Brenne! Oh, das ist ein Conqueror. Ja, er brennt, cool. Löscht das sofort, der blöde... Ey, ist das echt anstrengend, dass der Typ die ganze Zeit mit seinem Flugzeug zu uns kommt. Das fuckt schon ein bisschen ab, Mann. Kann ich mal jetzt hier den... Wo sind jetzt die scheiß Konkurrenten? Mann, kann ich mal die aufdecken? Oh. Ja gut, mein Fehler. Habe ich nicht bedacht, tut mir leid. Ich wollte diesen wunden Punkt eigentlich nicht ansprechen, aber wir haben ja gar keine Idee. Fahr jetzt mal einfach rein. Komm. Ich weiß nicht, also auch wenn die Kurfürst immer wegfährt und so, ne, habe ich ja schon das Gefühl, dass er mich liebt. Denn er kommt immer wieder zurück. Nur damit ich ihn abschießen kann. Schon irgendwie süß. Das freut mich. Das macht mich glücklich. Und jetzt schießt er mich ab, der Penner. Gut, von wegen Liebe, das ist alles nur Hass. Oh mein. Oh Gott, ich hasse diese Shells von dem, ne? Aber ich liebe sie, wenn ich selber dieses scheiß Schiff spiele, weil es einfach zu geil ist. Ja, man. Es ist einfach geil. So viel HE-Schaden. Wow. Gut, das habe ich nicht gesehen. Also wenn da jetzt ein Minotaur mit voller Breitseite lang fährt, dann sage ich das nicht nein. Also, das ist ja wie ein Geschenk.
weglenkt und ich scheiße schieße, dann gehe ich mal direkt wieder auf die Conqueror. What? Was war das denn für eine Zitadelle, ey? Aber dieser, über dieser Schuss, der war so plopp rein. Das war echt witzig. Boost des moteurs désactivé. Ja, ich brauche eigentlich gar keinen Erhaltung. Ach, scheiß drauf, ich mach's einfach an. Ja, wenn man vorher überlegen kann, ja, vor dem Gefecht, wenn man weiß, was man für Feinde hat, wenn man dann überlegen kann, was man nimmt, das wäre viel schlauer. Dann nimmt man nämlich kein Defense-Feuer mit, wenn es keinen Flugzeugträger gibt oder so, you know? Das ist halt sonst, ja, das macht einfach sonst dumm voll, oder nicht? Ich meine, was soll ich mit Flugabwehr, wenn es kein Flugzeug gibt, was ich abschießen kann? Das Einzige, was jetzt noch dann Sinn machen würde, weil halt die Feinde noch irgendwie Flugzeuge haben. Irgendwie, you know? Ich bin auch krass, dass der Typ mit seinem scheiß Flugzeug immer wieder herkommt, Alter. Was hat denn der für Probleme? Ach, der ist da hinten! Ja gut, dann will ich mir auch will ich auch heulen gleich, ey. Wollen wir seinen direkt Vollspeed machen, ey. Fuck. Natürlich habe ich jetzt kein Schnellfahren mehr. Fuck, ey, wie hieß das nochmal? Motorboost. Verdammt. Warum nicht? Das ist auch scheiße. Warum brennst du von anderen Leuten so schnell von mir nicht, hä? Das ist voll das ist voll gemein. Was habe ich dir getan? Kannst du mir bitte erzählen? Ist Yoshino so viel schöner als ich, ja? Oder magst du mich einfach nicht, weil ich so schnell und so aggressiv bin und immer diese Feuer an den... Nee, warte. Nee, das war jetzt eine falsche Richtung, die ich jetzt nicht haben will. So, Motorboost aktiviert. Boost des moteurs activé. Aktivé. Man tut das weh. Also für AP ist jetzt zu spät, aber ich glaube 3000? Also wenn ich jetzt treffe, töte ich ihn. Ah, cool. On a coulé un porte-avions ennemi. A la poulala schnabala quatami. Aber ich werde ihm jetzt richtig schön Feuer unterm Hinter machen, ey. Oh, es wäre so geil, wenn er jetzt den Arsch angezündet hätte, ne? Das würde es noch ein bisschen ja, unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. So richtig schön so, ja. Genau das meine ich, mein Freund. Du brennst und das nur für mich. Oh, gut Schaden an ihm, muss man sagen. Er hat auch nur 32mm Plating tatsächlich. Ist halt eine Conqueror. Aber in dem Moment, in dem der Boy dann Breitseite zeigt, ist die Zeit gekommen, AP zu schießen. Denn AP tut richtig weh in diesem Schiff. Wir haben einen richtig geilen AP. Dann, wenn er wieder wegdreht, der Arsch, können wir direkt wieder auf AP gehen, HE gehen. Als ob der jetzt abgebremst hat auch noch der Arsch. Oh, ich hoffe, die Torpedos von den Yoshin treffen nicht, du Penner. Alert incendie. Das ist nicht wahr, oder? Wie ein junger Gott war ich da raus. Ich hasse dich so sehr. Du bist so ein Fixer. Ich meine, er überlegt ja nicht mal HE AP zu schießen, Mann. Er fuckt mich die ganze Zeit mit seinem scheiß HE ab. Ich treffe einfach nicht gut genug, um ihn mal anzuzünden, Mann. Schade. Ich wollte gleich AAP laden und ihm dann voll die Breitseite massieren. Ja, nicht massieren, aber ne? Ist schon was ich meine. So. Tatsächlich sah am Ende waren dann echt alle Feinde irgendwie in den Tod gerannt. Und die Conqueror, die hat sich echt gewehrt dagegen mich, dass ich ihn anzünde, leider. Also, schade. Aber am Ende hat er dann nochmal gebrannt für mich. Das war sehr freundlich von ihm. Das finde ich nett.
Also an sich, also ich muss sagen, die Henry ist jetzt nicht eins meiner. Oh, es ist jetzt nicht das geilste Schiff, finde ich, aber ich muss sagen, es macht trotzdem einfach extrem Spaß zu spielen. Einfach diese Schnelligkeit und so. Und du hast da einfach auch an sich schon am Anfang die Reichweite, die du brauchst, die 19,1 Kilometer, das ist halt schon geil. Aber die Panzerung ist halt so weich, aber trotzdem, wenn du mal dann getroffen wirst, ist es echt unwahrscheinlich, dass du dann überhaupt mal die Delta bekommst. Wenn man gesehen hat, ich wurde so oft von der Kurve, von den Kurfürst getroffen, teils, und von der Yamato, nee, die hat mir, nee, die ist ja daneben geschossen. Auf jeden Fall wurde ich abgeschossen und habe nicht gefühlt eine Zitadelle gefressen, weil das einfach so eine komische Troll-Armor ist, wie halt, was weiß ich, eine Sau oder ein Hindenburg so zum Beispiel jetzt, ne? Ja, Shino war sogar echt geil. Die hatte auch ganz gut getankt und hat mir da echt geholfen. Das finde ich nett von ihm. Dank ihm habe ich so lange überlebt und ich habe den Kill von der Mitte, weil ich so mega verliebt, ey. Seht euch das an. Boah, so viel Schaden, wie ich dem gemacht habe, ey. Unglaublich. Ich glaube, ich hätte eher auf ihn gehen müssen, aber ich muss sagen, ich habe die Midway total ausgeblendet, als ich die Conqueror die ganze Zeit da vor mir gesehen habe. Ich wollte die ganze Zeit anzünden, den Penner, aber der wollte einfach nicht brennen. So. Aber ansonsten, wie viel getankt haben wir? 1,1, ja, das ist ganz okay. Ist jetzt nicht zwar also wirklich viel für einen Kreuzer, aber gut. Ja. Gut, ansonsten war es das jetzt für ein Video und dann bis zum nächsten Mal. Bei The Warships. Bis dann, ciao.